Hey ho, Schnuckis! Willkommen auf meinem Kanal. Heute gibt es meine aktuelle, derzeitige, sie ändert sich ständig, Parfum-Wishlist. Wenn ihr also sehen wollt, welche Parfums auf meiner Wunschliste stehen, dann bleibt dran, es geht direkt los. Ich habe hier mein Handy in der Hand. Und es fängt auch gerade gleich richtig geil an, ja, weil ich gucke natürlich bei Parfumo, das ist hier meine Seite des Vertrauens, wo ich auch, man kann da auch seine Sammlung reinschreiben, wenn man da sich angemeldet hat und auch die Wunschliste vervollständigen, gucken, was zu Düfte drin sind und so weiter und so fort. Und wartet mal. Joyeuse tubéreuse. Joyeuse tubéreuse. Und manchmal hilft das. Die Aussprache-Funktion hier ist richtig geil. Von Guerlain. Joyeuse tubéreuse. So heißt das. Das steht auf meiner Wunschliste schon sehr lange. Warum habe ich es nicht? Ich sage euch erstmal die Noten. Grüne Noten, Tuberose, Jasmin, Lilie, Sandelholz, Vanille, VTW. Und ich glaube, wer mich schon ein bisschen länger kennt, der weiß, das ist schon so ein bisschen in meinem Bereich. Ich habe eine Abfüllung, da ist auch noch was drin. Und man muss einfach sagen, die Guerlain-Düfte sind expensive. Very expensive. Kann man nicht anders sagen. Und ich glaube, das ist der einzige Grund, warum ich die noch nicht gekauft habe. Weil das ist wirklich ein sehr, sehr, sehr schöner Duft. Die Haltbarkeit ist so lala. Das könnte vielleicht auch noch ein Grund sein, warum ich den noch nicht gekauft habe. Dann habe ich hier draufstehen Kilian Good Girl Gone Bad. Da drin ist Mairose, Orangenblüte, Osmanthus, Tuberose, Jasmin, Narzisse, weißer Zeder und Amber. Und ich glaube, dass dieser Good Girl Gone Bad noch nicht bei mir eingezogen ist, weil ich schon ziemlich viele Düfte von Kilian habe und weil ich schon so viele Düfte habe, die so blumig sind. Ich glaube, das ist der Hauptgrund, warum der noch nicht eingezogen ist, aber er ist wunderschön. Dann steht hier drauf Delina Exclusive und zwar habe ich ja die Delina und Delina La Rosée und der Exclusive ist auch wirklich toll und ich glaube, ich habe ihn nur noch nicht gekauft, weil wie viele Delinas will man haben? Und ich finde die anderen beiden tatsächlich bisher schöner, deshalb ist der noch nicht gekauft. Dann habe ich Diptyque Philosikos. Das ist ein Feigenduft mit Feige, Feigenblatt, Feigenholz, schwarzer Pfeffer. Sehr schöner Duft. Der steht auch auf meiner Wunschliste, weil der einfach schön ist, aber bisher sind irgendwie andere schöner gewesen und deshalb habe ich ihn mir noch nicht geholt. Dann habe ich Casablanca Lily von Byredo. Man muss echt sagen, der ist richtig geil. Schwarze Pflaume, Waldgardenie, indische Tuberose, Gartennelke, Honig und Palisanderholz ist da drin und das ist einer von Byredos diese kleinen dunklen, ne? Und den gibt es auch, glaube ich, nur in 50 Milliliter und der ist einfach schweineteuer. Ehrlich jetzt mal. Echt jetzt. Aber der ist wirklich toll. Also der ist ganz toll. Auch hier ist der noch nicht eingezogen, weil der einfach wirklich sehr teuer ist. Der steht aber auf meiner Wunschliste. Dann habe ich hier, das ist auch sehr interessant, BDK Rouge Smoking. Da drin ist Kirsche, rosa Pfeffer, Bergamotte, Vanille, Heliotrop, Tonkabohne, Ambroxan, Kaschmiran, Moschus und Labdanum. Und man muss einfach sagen, diese Kirsche da drin, ne? Wo ist die? Wo ist die Kirsche in Rouge Smoking? Könnt ihr mir das mal verraten? Ich rieche alles auf dieser Welt da drin, aber garantiert keine Kirsche. Trotzdem ist das ein Duft, wo ich immer hin und her schwanke. Ich denke mir immer, ich brauche ihn. Ich brauche ihn nicht. Ich brauche ihn. Ich brauche ihn nicht. Ich brauche ihn. Ich brauche ihn nicht. Ich habe eine Abfüllung und wenn ich den benutze, denke ich mal, oh, ich brauche den. Oder doch nicht. Oder doch nicht. Der steht auf meiner Wunschliste und zwar schon ziemlich lange. Und das ist echt ein geiler Duft.
aber ich konnte mich noch nicht ganz entscheiden. Als nächstes habe ich Penn Halligan's The Revenge of Lady Blanche. Ja, das ist quasi der Löwen, nee, Tiger, Damenkopf quasi auf der Flasche drauf. Narzisse, Iris und Sandelholz steht auf meiner Wunschliste, wird irgendwann einziehen. Ist wunderschön. Ich liebe die Penn Halligan's Düfte. Die sind echt so toll, so besonders und so, so schön. Dann habe ich Orchidee Vanille von Van Cleef & Arpels hier drauf stehen. Bestimmt zieht er irgendwann ein. Ja. Ich muss mich nur mit Vanilledüften mal ein bisschen zusammenreißen, weil ich glaube, ich habe 1000. Ja, und wo wir bei Vanilledüften sind, doch zwei Vanilledüfte, die auf meiner Wunschliste aktuell stehen. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt mir hole oder irgendwann mal, weil sie sind auch teuer und es gibt sie auch nur in 100 Milliliter. Ich wünschte, es würde sie in kleiner geben, aber naja. Und zwar einmal Dulcis in Fundo von Profumum Roma. Vanille und Zitronenfrüchte. Zitrusfrüchte, nicht Zitronenfrüchte. Zitrusfrüchte, da ist so eine Zitrone abgebildet. Mega. Extrem geil. Extrem geil. Vanille mit Zitrone, aber kein Klostein und kein Billow-Vanille, sondern richtig geil. Und Vanitas, auch von Profumum Roma, Vanille, Orangenblüte, Myrrhe und Sandelholz. Der Vanitas ist bei mir aktuell mein... einer meiner liebsten Vanilledüfte. Also ich liebe ja Vanilledüfte. Und ich habe davon nur eine Abfüllung. Und das kann, glaube ich, nicht so bleiben. Genauso wie von dem Dulcis in Fundo, von dem habe ich auch eine Abfüllung. Na, ich glaube, die werden ganz schnell bei mir beide einziehen müssen. Ja, weil die sind einfach toll. Die sind richtig, richtig toll. Das war's. Das ist meine aktuelle Parfum-Wunschliste. Wie gesagt, das kann sich so schnell ändern. Es kann auch sein, dass ich euch, weil ich das Video jetzt ein bisschen vorgedreht habe, vielleicht habe ich ja einen von diesen Düften schon gekauft und ich habe euch den schon längst bei Instagram oder sowas gezeigt. Aber wer weiß, wer weiß, wer weiß. Aber in diesem Moment, wo ich es drehe, ist es meine Wunschliste. Erzählt mir mal, was ist eure Parfum-Wunschliste? Was steht da so drauf? Was wollt ihr unbedingt euch zulegen? Was habt ihr von den Düften vielleicht schon, die ich gerade erzählt habe? Und ja, ich würde mal sagen, das ist das Ende des Videos. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi!